Moin, Mario hier. Willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wie am Titel zu erkennen, es gibt was Neues aus dem Hause Achette. Viele von euch haben das noch nicht mitbekommen, außer die, die bei Facebook in diversen Gruppen drin sind, wo es Schrumpfdrücker-Modelle zu sehen gibt. Da werdet ihr das dann schon gesehen haben. Genau. Einige von euch haben sich auch schon die erste Lieferung geholt von diesem Modell. Worum es geht, sage ich euch gleich. Model Maker. Wo Model Maker draufsteht, ist auch Model Maker drin. Das sage ich ja des Öfteren hier schon auf meinem Kanal. Und Model Maker ist gleich Achette. Wer da auch immer gerne vernünftig informiert sein möchte, was gibt es Neues oder gibt es läuft ein Modell aus oder und so weiter und so fort oder gibt es was Besonderes, worauf man achten sollte, dann guckt doch einfach mal bei Facebook rein auf die Seite von Model Maker. Ja, also von daher, da könnt ihr reinschauen und da gibt es dann immer die neuesten Infos. Ja, worum geht's? Und zwar geht es um ein neues Modell, um ein riesiges Modell. Ich kann euch sagen, das wird ein Trümmer. Und zwar für alle LKW-Liebhaber gibt es den Iveco Turbostar. Den Iveco Turbostar, ich werde euch mit euch gleich einmal auf die Webseite schauen, wie ihr da hinkommt. Das kennt ihr von mir, da machen wir eine kleine Bildschirmaufnahme und ich sabbel euch dann so ein bisschen die Ohren zu. Ich kenne eine ganze Menge LKW-Fahrer. Was heißt eine ganze Menge? Doch, ein paar kenne ich schon und man ist auch befreundet und so weiter und so fort. Was möchte ich euch damit sagen? Dieses Modell wird es nur jetzt hier am Anfang mit Bauphase Ausgabe 1 einmal zu sehen geben. Ansonsten habe ich von LKWs überhaupt keine Ahnung und ihr habt das ja auch sicherlich auf meinem Kanal verfolgt. Es gab ja auch schon mal den Unimog, den sehe ich auch als LKW und auch den habt ihr nicht bei mir auf dem Kanal gesehen. Passt nicht zu mir, aber vielleicht passt das zu euch und deswegen auf jeden Fall die Bauphasen, soweit wie ich weiß, könnt ihr beim Markus, beim der Modellbauonkel, da könnt ihr die Bauphasen verfolgen und sicherlich, ich will ihm nicht unter Druck setzen, doch, das mache ich jetzt, wird er euch eine ganze Menge erzählen können über LKWs, über das Leben eines LKW-Fahrers. Das gehört ja alles irgendwo mit dazu und denke ich mal, da wird euch der Markus dann eine ganze Menge zu erzählen können und nicht nur den Bau zeigen. Ja, wir kennen Markus, der wird das schon schier machen. Ne? Was wollte ich jetzt noch sagen? Genau, es geht, wie gesagt, um einen LKW. Viele von euch haben sich einen LKW gewünscht, nachdem der Unimog rausgekommen ist, nachdem der London-Bus rausgekommen ist, haben sich viele von euch einen LKW gewünscht. Und das ist dann quasi das Resultat. Wobei, das klingt schon wieder negativ. Das heißt es ja nicht, dass das negativ sein muss. Der LKW, der Iveco Turbostar 190-48, ihr seht, rekonstruieren Sie den legendären Iveco Turbostar 190-48 und freuen Sie sich auf die originalgetreue Nachbildung einer LKW-Ikone. Ihr seht, ich habe davon keine Ahnung. Aber ich glaube, die 480, die 48 steht für 480 PS, Horsepower? Ich weiß es nicht. Könnt ihr ja vielleicht was dazu sagen. Es ist was Besonderes, deswegen habt ihr das noch nicht mitbekommen. Diesen LKW gibt es nicht im Zeitschriftenhandel. Und zwar so wie seinerzeit der London-Bus, so wie, nicht dass ich das falsch habe, der Alien oder das Alien, so wie der Terminator. Das sind so Sachen, die gibt es nur online zu bestellen. Und deswegen haben da auch noch nicht so viele was von mitbekommen. Und deswegen
nehme ich das als Anlass, dann auch gerne das hier einmal vorzustellen. Ich habe mich kurz geschlossen mit Achette und habe dann gesagt, Mensch, schickt mir doch Paket 1, dass ich das dann einmal schön vorstellen kann für euch und für euch natürlich. Ne? Das mache ich sehr gerne. Und weil seit vielen Jahren sind wir von der Qualität, vom Service und so weiter und so fort von Achette verwöhnt und sind es gewohnt, dass wir schöne, tolle Sachen zum Schrauben bekommen. Ne? Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, ich habe soweit erstmal alles gesagt. Wir werden jetzt einen kleinen Schnitt machen und kommen dann mal auf die Webseite von Model Maker und dann natürlich vom Iveco Turbostar 190-48. Ja, ich kriege das langsam auswendig hin. Da schauen wir dann uns die Webseite einmal ganz genau an, wie ihr das bestellen könnt und so weiter und so fort. Wo es die Bauanleitung gibt, die gibt es nicht in Papierform. Das Einzige, was ihr in Papierform bekommt, das seht ihr hier. Das ist, ich sag mal, dieses kleine Mini-Poster und so weiter und so fort. Wir starten. Ihr müsst jetzt nicht mehr warten. Wir starten. Legen wir los. Ja, hier sind wir dann auf der Seite Model Maker. Das heißt, ihr gebt bei das Goggle, gebt ihr ein Model Maker. Und dann kommt ihr zu dieser Seite hier. Und da sind dann, hier, wie ihr seht, hier ne, der T2 Camperbus, ziemlich neu auf dem Markt. Die Graf Zeppelin, die ist schon seit ein paar Monaten auf dem Markt. Der Audi, der jetzt schon, ich möchte sagen, halb fertig ist. Der Terminator, der fertig ist, den man wohl noch bestellen kann. Jetzt kann man hier auf die Pfeile gehen und geht nach rechts. Da haben wir die Baureihe 01, auch die ist am Start. Die U96, der Königstiger ist wohl immer noch zu bestellen. Beim Käfer, den kann man nicht mehr bestellen. Man kann aber einzelne Ausgaben nachbestellen. Beim Unimog genau das gleiche in grün. Und dann kommen wir zum Iveco Turbostar. Maßstab 1:12, falls ihr das noch nicht so mitbekommen habt. Und die Seite habe ich natürlich schon aufgemacht. Dann gehen wir oben auf den nächsten Reiter. Und hier kommen wir dann zur Seite vom Iveco Turbostar 190-48. Ne? Ja, Maßstab 1:12, rotes Führerhaus. Mit Plane, ich gehe davon aus, das sieht aus wie eine richtige Plane. Also da werdet ihr die sich mit LKWs auskennen, die werden da wohl ihre große Freude dran haben. Ich habe noch einen LKW vergessen, den es auch mal gab. Das war doch der Mercedes Kurzhauber. Das hatte ich vorhin gar nicht gesagt. So, hier haben wir dann nähere Infos und ihr seht schon, was das für ein Riesentrümmer wird. Es ist der Hammer. Länge 134 cm, Breite 24 cm, Höhe 31 cm. Aus Metalldruckguss ABS Kunststoff. Na, die schon das ein oder andere Modell geschraubt haben, die kennen sich damit ja dann aus. Hier haben wir natürlich ein paar mehr Räder. Und ja, das lädt doch quasi fast zum Spielen ein. Jetzt gucken wir mal hier, kippbares Fahrerhaus. Also das Fahrerhaus kann man nach vorne abkippen. Detailreiche Innenausstattung. Ja, da möchte man sich doch gleich reinsetzen, ne? Ihr Truckers. Ne? Dann ein V8-Motor. Jetzt haben wir noch funktionsfähige Lenkung. Das heißt, dass dann hier hinten auch was mitlenkt. Ihr seht schon, also ich und LKWs. Einschaltbare Front-, Rück- und Bremslichter und kippbare Anhängerseiten. Kippbare Anhängerseiten. Na gut, ich kann damit jetzt wieder nichts anfangen. Ihr seht, von LKWs habe ich Ahnung wie von, naja, ihr wisst schon, was ich meine. So, dann gibt es natürlich auch ein paar Geschenke. Kennenlernrabatt, Schrumpfträger, dann natürlich hier eine schöne Basecap für die Truckers. Dann gibt es bis heute hat der Iveco Turbostar aus den 1980er Jahren Fans unter den Nutzfahrzeugfans, also naja, und er hat Legendenstatus.
Ja, könnt ihr mal was zu sagen. So, ihre Vorteile, wenn man ein Abonnement abschließt. Es gibt natürlich nur ein Abonnement. Ja, jetzt kann man hier auf Jetzt bestellen gehen. Und hier kommen wir dann zur Vorschau Bauanleitung als PDF zum Download. Das heißt, ihr könnt euch das quasi schon einmal vorher anschauen, bevor ihr auf den Abonnier-Button klickt, auf den Jetzt bestellen-Button klickt. Und zwar kann man sich schon die Lieferung 1 und Lieferung 2 anschauen. Das werden wir gleich machen. Jetzt gibt es hier die FAQs, da gibt es immer diese Fragen. Was kostet eine Lieferung und so weiter und so fort. Das könnt ihr hier sehen. Kommen Porto und Versandkosten hinzu? Nein, kommen nicht. In welchem Rhythmus? Alle 4 Wochen bekommt man 4 Ausgaben. Wie viele Ausgaben umfasst die Baureihe? 140. Ja, das ist, denke ich mal, standesgemäß bei 134 cm. Also hat man quasi fast pro Ausgabe 1 cm Modell. Wo kann ich die Baureihe kaufen? Nur auf der Webseite aschett.de/iveco. Oder ihr geht eben, so wie ich euch das gerade gezeigt habe, auf Modelmaker. Dann kommt ihr da dann auch hin. Aus welchen Ländern kann ich die Iveco Baureihe bestellen? Das ist für viele auch immer ganz wichtig, weil manche dann immer sagen, oh, wir kriegen gar nichts ab. Und zwar Deutschland, Österreich, Luxemburg und in die Schweiz. Wie werden die Ausgaben verschickt? Die entsprechenden Teile werden bestmöglich verpackt und alles sicher bei Ihnen anzuliefern. Das kann ich nur bestätigen und ich denke mal, alle, die sich mit Aschett auskennen, die von Modelmaker/Aschett ein Modell schon mal geordert haben, die können dem nur zustimmen. So, was haben wir hier also, das konnten wir uns dann hier alles einmal anschauen. Es ist auch so, ich denke mal, da verrate ich kein Geheimnis, wenn einer mal ein Problem hat oder auch mal ein Bauteil kaputt gemacht hat oder wie auch immer, der Service ist hervorragend. Also ich habe auch noch nichts Gegenteiliges gehört. Wenn man vernünftig mit dem Kundenservice spricht, dann wird das dort alles gar kein Problem sein. So, dann können wir uns das ja mal anschauen. Wir laden mal Lieferung 1 runter und auch Lieferung 2. Lieferung 2 hat jetzt eben nicht geklappt. Die kommt dann jetzt hinterher. Wir schauen uns aber Lieferung 1 an. Das ist dann hier jetzt quasi die Bauanleitung. Ausgaben 1 bis 4. Und dann, da haben wir dann die Frontpartie, was für Teile wir bekommen. Dann die Bauanleitung, wie die Teile dann zusammengebaut werden. Und dann geht es weiter mit der Bauphase 2. Und soweit die Bauphase 3. Also ihr wisst quasi, wenn ihr hier startet, was ihr in den ersten beiden Lieferungen bekommt, das kann man sich dann natürlich schon schön anschauen. In der Lieferung 2 kann ich mir vorstellen, dass man die erste Tür komplettiert, dass man dann schon mal eine fix und fertige Tür hat. Und der Fahrersitz, der kommt auch schon. So, hatte der so eine Streifen? Da wird einem ja schwindelig, wenn man darauf guckt, auf diese Streifen. Und dann, ach, da bekommt man auch schon die erste Felge. Und dann könnten wir uns schon mal vorstellen, dass wir in Lieferung 3 dann auf jeden Fall das erste Rad komplettieren. Also, das ist dann der Iveco Turbostar. Achso, bestellen. Wir können ja noch mal auf Bestellen klicken und da seht ihr dann, aus welchem Land ihr bestellt, dann ab welcher Ausgabe. Es geht nur ab Ausgabe 1, ist ja klar, weil die Zeitschriften sind ja nicht. Dann kommt hier rein Max Mustermann oder Gisela Musterfrau, wie auch immer, und so weiter und so fort. Bezahlung kann man per Bankeinzug machen. Kann man das auch noch ändern, per PayPal, per Visa oder American Express, also nicht auf Rechnung, so wie ich das hier sehe. So, und dann geht das los, was ihr dann dafür bekommt. Hier sind nochmal die FAQs, das ist ja für viele dann auch immer wichtig. Wir gehen nochmal auf die Seite Modelmaker und sehen hier diese vielen wunderschönen Modelle.
Einige könnt ihr bei mir auf dem Kanal sehen. Und wie anfangs erwähnt, den Iveco Turbostar 190-48 mit seinen 134 cm Länge im Maßstab 1:12, den gibt es bei Markus, dem Modellbauonkel, in, ja, mit allen Ausgaben und ich denke mal vielen, vielen Hintergrundinfos noch dazu. Also, wir kommen, ihr kommt jetzt einmal auf meinen Basteltisch und dann gucken wir uns mal die erste Ausgabe an. So, das ist dann das Paket der ersten Ausgabe. Und erst wollte ich hier noch großartig aufschneiden, aber wir können das hier, glaube ich, alles hier nur einfach so hoch machen. Die Plastik, die Kanten. Sei denn, es ist hier noch einmal was fest. Dann machen wir das lose. Dann kriegen wir einmal die Pappe entfernt. Und ich habe jetzt eigentlich gedacht, ja, ich habe nicht mehr gedacht, man bekommt das auch so, kann man den Deckel abnehmen und dann kommen wir an alle Teile ran. Ich werde mal, damit wir keine Lackkratzer bekommen, hier eine weiche Matte unterlegen und dann haben wir hier die ersten Bauteile. Das ist dann die sogenannte Frontmaske. Dann gibt es einen Kühlergrill, Metall, Plastik. Dann haben wir Innenverstärkung rechts, Außenverstärkung rechts, Innenverstärkung links, Außenverstärkung links. Also das sind hier die Innen- und Außenverstärkungen für rechts. Die legen wir dann mal rechts hin. Die linken legen wir dann mal links hin. Dann gibt es einen Schrubenträger, einen niegelnagelneuen Schrubenträger. Was ich davon halte, wisst ihr. So, dann haben wir hier einmal das Teil G. Ja, das ist richtig. 1G. Turbostar Logo. Dann haben wir auch noch das Iveco Logo. Und was ist das hier? Das ist Teil 1i, das ist ein Scharnier. Und dann gibt es DS06 und PS. PS26 12 Schrauben. Oh Gott, oh Gott. Oder PS26 und DS. So, gut. Das habe ich alles aus der PDF-Bauanleitung abgelesen, die ihr ja von der Sache her auch einsehen könnt. So, dann fangen wir an mit den Logos für die Außenseite des beim Kühlergrill. Und zwar ist das hier von der Sache her Mario sicher. Wir haben hier zwei Schraublöcher, auch hier zum Schrauben und ein Nupsi-Loch. Dann kann ich das sozusagen nicht verkehrt rum anbauen. Packen wir das so rauf und dann werden wir mal schauen, welche Schrauben wir nehmen sollen. Die PS26. Ich habe auch nichts anderes erwartet. Die sind sehr klein, aber fein, die Schrauben. Das sollte aber alles mit einem PH0 Schraubenträger alles funktionopeln. Viele von euch wissen, diesen Schraubenträger gab es als Abo-Geschenk beim letzten Modell, beim, na, wisst ihr es noch? Genau, beim T2 Camperbus. So, da haben wir das erste Zeichen drauf, dann dann drehen wir das um, Fidibum. Und jetzt kommen dann die linken und rechten Halterungen ran, außen und innen. So, das ist eine Innenhalterung, die dann hier rankommt. Ich muss erstmal schauen, wie das dann rankommt. Ach so, das müssen wir bis hier oben, so, damit wir hier das Loch dann treffen.
Das wird dann nur hier angeschraubt mit einer PS26 Schraube. Das ist dann hier quasi ja die linke Seite. Und das ist dann hier die, genau, die rechte Seite. Ich sollte vielleicht gleich mal einen heben. Nein, ein Schlückchen trinken. So, dann haben wir auch die Außenteile. Die kommen wie folgt dran. Ich nehme mal an, weil wir hier eine kleine Kante haben, das ist sozusagen wie ein Winkel. Ja, hier mit den kleinen Löchern zum Verschrauben. So. Das kommt dann auf der anderen Seite auch. Ganz unaufgeregt. Und dann haben wir die ganzen Halterungen angebaut. Wir scrollen weiter in der Bauanleitung und nehmen dann das die Frontmaske und nehmen dann das TurboStar Logo. Auch hier zwei Nupsis zum Anschrauben, einen Nupsi zum Stecken. Mario kann das nicht falsch machen. Er hat aber noch was vergessen. Nicht falsch gemacht, er hat noch was vergessen. Und zwar hier gibt es ja noch eine Halterung. Da muss ich nochmal in der Bauanleitung zurückscrollen. Die kommt jetzt folgendermaßen rauf. Die wird hier so raufgesteckt und dann auch mit einer PS26 Schraube verschraubt. Das habe ich nämlich vergessen. Das ist nicht gut, wenn man was vergisst, ne? So, wie gesagt, dieses TurboStar Logo kommt dann auch mit PS26 Schrauben, alles andere würde jetzt keinen Sinn machen. Angeschraubt auch hier rückwärts. Da. Und so. Das hätten wir. Eine Schraube bleibt wie üblich immer über. So, und dann haben wir ja noch hier weitere Schrauben, DS33. Oder nee, Quatsch, doch, hier steht DS33 drauf. Stand vorher nicht DS03. Ja, ist egal. Hauptsache, die Schrauben funktionieren. Zu diesen Schrauben ist jetzt zu sagen, da wir in Metall reinschrauben. Ich mache das immer so, wenn ich in Metall reinschraube. Nicht jeder macht das so, aber ich. Vielleicht kann man das jetzt erkennen. An der Spitze, hier glänzt das ein bisschen, da habe ich Schneidöl ran gemacht. Einfach normales Schneidöl, geht auch aus dem Fahrradhandel oder wie auch immer. So, und jetzt haben wir den Fall, dass wir die beiden Bauteile jetzt so zusammenstecken, dann umdrehen und siehe da, dass wir die Teile dann mit den DS33 Schrauben dann verschrauben. Hier steht DS06. Dann gucken wir mal, ob die Schraube jetzt passt. Also hier stand jetzt DS33 drauf. Die Schrauben passen, das ist erstmal wichtig. So, und das werden jetzt insgesamt 8 Stück. Also, hallo Model Maker, das artet jetzt in Arbeit aus. So, hier einmal schauen, dass wir das an die richtige Position bekommen, das Schraubloch. So, und dann empfehle ich gerne
das ist ja nichts Neues, dann von innen nach außen zu schrauben. So, jetzt haben wir nämlich innen das Ganze fest. Und dadurch, dass die Schrauben so klein sind, geht das natürlich auch alles ein bisschen fixer. So, dann außen beide Seiten jeweils einmal fixieren oder quasi festschrauben. Und dann, ich wusste gar nicht, nur noch mal so was zu sagen, ich wusste gar nicht, dass der denn schon aus den 80er Jahren war. Ja gut, daher kenne ich den nicht, ne? Bei uns gab es W50. Ne? So. So sieht das Ganze dann aus mit quasi der Frontmaske und dem Kühlergrill. Und ja, ihr könnt euch dann schon vorstellen, Maßstab 1:12. Das Teil wird, dass das dann riesig wird. Dieses hier hat jetzt schon eine Länge von knapp 17 cm oder Breite. Ne? Also 17 von den, was waren das, 24 cm Breite. Haben wir dann quasi erreicht. Das wäre dann die Bauanleitung Teil 1. In der 2 geht es dann quasi schon mal mit der linken Tür los. Ich zeige euch wenigstens einmal die Bauteile, dass ihr sie einmal gesehen habt. Ich möchte da jetzt darauf verzichten, die Teile auch noch alle zusammen zu schrauben. Das sieht auf jeden Fall hervorragend aus, wobei wenn ich mir das schon so anschaue, guck mal hier, das wird nachher der Spiegel werden. Da muss man natürlich nachher aufpassen, wie dass man da nachher nichts kaputt macht. Ne? Dann haben wir die Ausgabe Bauphase 3. Das ist dann dieses hier. Das ist der Querträger der Stoßstange und für die Scheinwerfer. Das heißt, das kommt ja dann hier unter noch ran. Ne? Hier die Scheinwerfer, ihr seht schon, hier sind überall Löcher drin für die LEDs, die dann nachher später da reinkommen. Vor der Stoßstange kommt natürlich nachher noch ein Schutz. Und was soll ich euch sagen? Die Stoßstangenabdeckung und die Nebelscheinwerfer kommen dann in Ausgabe 4. Und mal gucken. Ja, das ist dann quasi, die beiden Teile werden dann alle zusammengebaut und dann hat man eine komplette Stoßstange, die dann viel später dann hier mit einander dann verbunden wird. Also, ja, das war dann quasi die Vorschau auf die Bauteile, die ihr bekommt. Und ja, wie üblich in bewährter Qualität, wie, so wie wir das kennen. Und ja, da würde dann der Iveco Turbostar 190-48 werden. Ja, liebe Leute, das war quasi der Start. Vom, ne, wie gesagt, pro Ausgabe 1 cm, ne, von den 134 cm des Iveco Turbostar. Mehr Ausgaben werdet ihr bei mir leider nicht sehen. Aber dafür möchte ich eine Lanze brechen für den Modellbauonkel, für den Markus, der euch dann mit ja, Fakten und so weiter und so fort dienen kann, der die euch nur so um die Ohren haut. Und ja, mal schauen, was es dann irgendwann als nächstes kommt, ob ich da dann wieder mit dabei bin, aber in diesem Falle nicht. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Ich denke mal, ich habe genug Modelle zum Schrauben. Dass man nicht um jeden Preis jedes Modell haben muss, ist ja auch klar. Also bei mir ist das klar, bei mir ist das so. Ich hoffe, ich konnte euch da ein paar Informationen dienen, die ihr vielleicht noch nicht wusstet. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ja, Mario, ich wusste das schon lange. Ja, ich bin ja auch bei dem Fatzebook und kenne Modelmaker, die Seite. Habt die auch abonniert, die Seite, die Modelmaker-Seite. Und vielleicht war das auch für den einen oder anderen von euch eine neue Info, die ihr noch gar nicht kanntet, dann war dieses Video das allemal wert, gezeigt zu werden. Ja, liebe Leute, darum geht's
um die 134 cm, um einen Riesentrümmer. Ich hätte mir ja auch mal einen Zollstock nehmen können, aber ich glaube, das hätten wir hier gar nicht zeigen können, wie viel 134 cm sind, ne? Für den einen oder anderen, wenn man den LKW hochkant stellt, der kann dann gerade so drüber gucken. Aber so ist das. Ja, liebe Leute, vielen, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das tut auf jeden Fall gerne wieder. Bleibt weiter neugierig. Schaut wieder rein, passt auf euch auf. Das Wichtigste natürlich, bleibt gesund. Mir bleibt nur noch zu sagen, tschüss, macht's gut, ahoi und kick mal wieder bei Markus zum Beispiel auf der Seite von Model Maker natürlich. In diesem Sinne, tschüss.